eins live. live reportage Die Onkels haben ihren eigenen Stil, wenn du dir alleine die Stimme von Kevin anhörst. Das ist keine zarte Stimme, das ist eher Musik, die richtig Druck macht und die teilweise auch leicht aggressiv ist, auch wenn es sehr schöne, ruhige Lieder von den Onkels gibt. Und diesem Stil sind sie sicher lange Zeit treu geblieben. Also, sie haben sich ja nicht irgendeiner Mode angepasst, sondern haben konsequent ihr Ding gemacht. Hi Sektor, Bianca Hauder ist hier. Schön, dass ihr heute Abend bei der 1Live-Reportage dabei seid. Wir wollen heute das Phänomen böse Onkels verstehen. Was macht die Faszination der Band aus? 2005 aufgelöst haben sie sich, aber wie schaffen die das heute, auch nach neun Jahren immer noch Hunderttausende von Fans zu begeistern? Freitag und Samstag spielen sie am Hockenheimring. Beide Konzerte ausverkauft, insgesamt 200.000 Tickets. Das ist ein Comeback aus dem Nix. 1Live-Reporterin Sonja Meschkart hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sag mal, wen haben wir da jetzt gerade gehört? Das ist Markus, 39 Jahre, aus Neuss. Der arbeitet im Vertrieb von einer Online-Media-Agentur und der ist... Onkel fan durch und durch. Also nicht der allerersten Stunde, aber immerhin seit 1999. Mhm. Also sechs Jahre bevor die Band sich aufgelöst hat, hat er die noch mitbekommen. Und es hat tatsächlich eine Weile gebraucht, bis er mit der Band so warm geworden ist. Okay. Ja, also ich meine, wir wissen, es gibt eigentlich keine andere deutsche Band, die mehr polarisiert oder eben widersprüchlicher ist, die einen zweifelhaften Ruf hat aufgrund ihrer Vergangenheit, aber ohne die wäre der Erfolg und dieser Mythos äh, und das Phänomen Böse Onkels auch nicht möglich. Darüber sprechen wir heute in der 1 live Reportage die Faszination für die bösen Onkels, was die ausmacht. Das versuchen wir in der nächsten Stunde hier aufzudrösen. Beziehungsweise Sonja Meschkat, die sich mit einigen Fans der Band unter anderem getroffen hat. Es gibt zwei Sachen, die ich an den bösen Onkels fragwürdig fand: a der Name an sich. Irgendwie hat da nicht, fand ich es nicht interessant. Ich, ich konnte mir unter dem Namen bösen Onkels überhaupt nichts vorstellen. Dann habe ich ja oft Lieder gehört bei meinem Kumpel, nachdem er mich darauf angesprochen hatte, dass es seine Lieblingsband, da hat es bei mir auch nicht gezündet. Das waren durchschnittliche Rocklieder. Im Radio oder im Fernsehen wird man ja auch nicht auf diese Band gebracht. Gut, und die ganzen alten äh, politischen Vorwürfe, die hat man natürlich auch gehört, so dass im Gesamtbild für mich äh, keine Begeisterung für die Band zustande kam. Hi Sektor, ihr hört hier Eins Live Reportage. Wir wollen heute klären, was das Phänomen Böse Onkels ausmacht. Warum ist diese Band so erfolgreich und vor allem, warum haben die Jungs so extrem loyale Fans? Einen davon haben wir ja eben schon mal kurz gehört, Markus 39 aus Neuss. Sonja eben war ja noch so ein bisschen ja eher so kritischer, was die Band so betrifft. Mhm. Äh, warum ist er dann doch endgültig Fan geworden? Naja, im Endeffekt ist es wirklich so gewesen. Der hat diese Musik immer wieder gehört, also eben bei seinem besten Kumpel auf Partys und irgendwann hat es tatsächlich bei ihm mal mhm. Klick gemacht und er hat sich dann immer mehr mit der Musik äh, und mit den Texten und eben dann auch mit der Band selber beschäftigt. Markus hat ja eben schon mal kurz angesprochen, die politischen Vorwürfe. Damit bezieht er sich auf die Vergangenheit der Onkels, sehr polarisierende Band, stückchenweise kennen wir auch die umstrittene Geschichte aus den Medien, aber eben tatsächlich zum größten Teil nur Bruchstücke. Mhm. Klär uns da doch nochmal so ein bisschen auf. Also die bösen Onkels haben sich gegründet vor über 30 Jahren und die haben damals. Songs gemacht, die objektiv rassistisch gewesen sind. Oft zitiert werden Deutschland den Deutschen, also eine ehemalige NPD-Wahlkampfparole äh, aus den 80er Jahren und Türken raus. Und äh, bei Türken raus heißt es an folgender Stelle, ich zitiere, Türken raus aus unserem Land, geht zurück nach Ankara, denn ihr macht mich krank. Deutschlandbesatzer, Plastiktütenträger, Altkleidersammler und Bazillenträger. Das sind heftige Texte. Das sind, beziehungsweise waren sehr heftige Texte. Das sind Songs, die die bösen Onkels nur auf Konzerten gespielt haben. Die sind nicht offiziell veröffentlicht worden. Okay. Und ähm, das muss man eben auch bedenken. Die sind damals äh, erst relativ überschaubar. Szene noch bekannt gewesen, in der die Bösen Onkel sich eben bewegt haben. Was war das für eine Szene? Also wo waren die da unterwegs? Mhm. Die kommen eigentlich aus dem Punk, also das war allerdings bei denen weniger politisch motiviert, sondern eher so eine Anti-Haltung. 1980 haben sie sich in der Nähe von Aschaffenburg gegründet und da waren die vier Jungs so ungefähr 16, 17 Jahre alt. Also Kevin Russell, der Sänger, Stefan mhm. Weidner, der Bassist, Peter Schorowski, der Schlagzeuger und Matthias Gonzo Röhr eigentlich alle vier schon so Außenseiter gewesen, damals in ihrer Jugend, äh, einige durchaus auch gewalttätig, zum Beispiel Stefan Weidner, der ist als Jugendlicher oft auffällig gewesen, hat zugeschlagen, ist deshalb von der Schule geflogen. Okay. Und irgendwann war eben diese Punk-Szene für die vier nicht mehr wirklich interessant, also es musste was, was Härteres, was Aggressiveres her. Und dann haben sie sich Anfang der 80er Jahre eben der rechten Skinhead-Szene angeschlossen. Gut, das ist alles schon so ein bisschen her. Die haben sich Jahre später ja dann auch von der Szene und den Songs distanziert. Ja, genau, das haben sie. Und sie haben damals auch selber auf ihrer Homepage geschrieben, ab diesem Zeitpunkt, also, wo sie, wo sie diese Texte auch geschrieben haben, muss man dem bösen Onkels eine Ausländerfeindlichkeit attestieren, die sich in großer Brutalität und Gewalt äußert. Und für viele war es eben nicht genug der Distanzierung und es werden auch immer eben wieder diese beiden Lieder zitiert, also Türken raus und mhm. Deutschland den Deutschen, bei der Berichterstattung über die Band, genauso wie das erste Album, Der nette Mann von 1984, das ist bis heute indiziert, okay. unter anderem, weil es gewaltverherrlichend und sexistisch ist, sagt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und man darf nicht vergessen, die Onkels waren damals, Anfang der 80er Jahre, noch keine bekannte Band und eben weit davon entfernt Erfolge, zu feiern oder eben von ihrer Musik leben zu können. Aber auch, wenn die bösen Onkels sich jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt eben von der Skinhead-Szene distanziert haben, zweifelhafte Meinungen über die Band gibt es aber bis heute ständig. Ja, das ist wirklich so. Und das sitzt auch ganz tief und ganz fest. Also, die Band macht seit Ende der 80er, Anfang der 90er andere Songs und die sind längst nicht mehr so böse, wie viele denken. Die Meinung hat auch Klaus Farin, der ist Buchautor, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den bösen Onkels und auch den Onkels-Fans, die sich gerne als Neffen und Nichten bezeichnen. Okay. Er war Leiter des Archivs für Jugendkulturen in Berlin und äh, hat das Buch der Erinnerung Die Fans der bösen Onkels geschrieben. Und dieses Image einer sogenannten rechten Band werden die Onkels nicht los und Klas Farin sagt eben zu Unrecht. Dass die Onkels recht sind, ist so ein moderner Mythos. Und moderne Mythen, gerade über Medien, halten sich ja sehr gerne. Das sind einfach Vorurteile, die man nicht wegbekommt. Man glaubt die gerne und will die auch nicht durch Fakten. Äh, widerlegt haben und dann sind die Onkels, ja die habt ja 25 Jahre schon gegeben, davon waren sich fast 20 Jahre raus aus der rechten Szene. Und was heißt es dann immer? Ja, die tarnen sich ja nur. Also inzwischen tarnen die sich schon seit über 30 Jahren. <laughs> Irgendwann wird zwar lächerlich, aber es wird immer noch geglaubt. Noch vor zwei Jahren war in einer großen Berliner Tageszeitung ein Empörter Aufschrei von einem Journalisten, nachdem irgendein Konzert verboten wurde. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich glaube ein Reggae-Konzert, und der sich empörte, dass sowas verboten wird, aber die Onkels dürfen in diesem Land frei auftreten. Die Onkels gab es da schon sieben Jahre nicht mehr auf keiner Bühne. Das heißt, es wird immer wieder aktualisiert. Noch heute manchmal berichtet man immer Rechtsrock und dann taucht auch wie die bösen Onkels. Das dann heißt, es ist mindestens umstrittene Band. Das heißt, es wird nicht recherchiert. Man kennt sich sonst als Journalist doch in der Regel nicht aus in der rechten Szene. Den Namen böse Onkels hat man jetzt mühselig gelernt, richtig zu schreiben, dann verwendet man ihn halt weiter. Also Klaus Farin steht der Band wohlwollend gegenüber. Es gibt aber auch Kritiker wie Klaus Walter, der ist Musikjournalist und Autor. Ähm, seinen Standpunkt, den werden wir später noch hören. Ähm, diese, diese Vergangenheit, das ist eben wirklich auch ein heikles Thema. Also die Band ist aus der skinhead szene ausgestiegen, weil sie damals viel Ärger gehabt hat mit der Polizei, weil die erste Platte eben verboten worden ist. Der Band hängt halt tatsächlich zum Hals raus, mhm. ja, dass man darüber spricht. Die engagiert sich und das ist auch dokumentiert. Seit Vielen Jahren gegen rechts, also Rock gegen rechts, Rock gegen Gewaltkonzerte, soziale Projekte, die die unterstützen. Die Fans sind extrem genervt von diesem Thema, und äh, Markus reagierte eigentlich auch sehr sensibel. Ich denke mal, das Thema ist ein ganz, ganz, ganz alter Hut, der nicht wieder aufgewärmt werden muss. Wenn aber jetzt äh, das ganze Ding so eine Vergangenheitsgeschichte ist und wie er selber sagt, alter Hut, warum sprichst du das Thema trotzdem wieder an? Weil es wichtig ist, etwas von dieser Vergangenheit der Onkels zu wissen, weil man sonst nicht versteht, warum die so erfolgreich werden konnten und auch so mystifiziert worden sind. Denn äh, dieses Ausgrenzen durch die Gesellschaft, durch die Medien, das hat eben so den Grundstein gelegt für den Außenseiterstatus äh, und das verbindet aber eben die Band und auch die Fans. Erfolgreich sind sie natürlich trotzdem oder gerade deswegen. Mhm. Die waren ja mehrfach mit ihren Alben in den Charts auf Nummer 1, haben mehrere Millionen Tonträger verkauft. Und ich glaube, das schaffen sonst nur die Ärzte oder die Toten Hosen. Ich glaube, kein Fan wurde jemals enttäuscht von der Band. Die Band redet immer offen und ehrlich über das, was passiert auf ihrer Website, sucht den direkten Kontakt zu den Fans. Und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich kann nicht für alle Fans sprechen, ich habe aber noch nie irgendwelche Aussagen gelesen, die irgendwas Unmögliches versprochen haben, was, was an den Haaren herbeigezogen sein könnte. Geht ja letztendlich nur darum, was macht die Band musikalisch, was plant sie wieder für neue Aktionen. Das wurde halt offen und ehrlich kommuniziert. Die 1-Live-Reportage ist hier. Das ist Markus, den wir da gerade gehört haben, den kennen wir schon. Wir wissen, Markus ist 39 Jahre alt, hatte auch erstmal ein zwiespältiges Verhältnis zu den bösen Onkels, ist dann aber trotzdem Fan geworden und auch immer noch treu dabei. Sonja, was ist das für ein Typ? Wie hast du ihn kennengelernt? Also ich finde, das ist ein sehr aufgeschlossener, sympathischer, sehr reflektierter Mann. Der macht gerade neben seinem Job noch sein Studium, der liebt Musik, der legt selber auch auf, hört viele unterschiedliche Bands. Lieblingsband ist. Sind ist klar die bösen Onkel ist ja. logisch er lebt in der Dreizimmerwohnung in Neuss und hat einen Hasen der in seiner Küche wohnt was hat er gesagt als du gefragt hast äh, was magst du besonders an den bösen Onkels also er schätzt tatsächlich diese sehr ehrliche gerade direkte Art das ist also ein Punkt den er immer wieder betont und er empfindet die Onkels als sehr unverfälscht also die sagen was sie denken ähm, in den Texten geht es ja oft darum Außenseiter zu sein anders zu sein gesellschaftlich nicht akzeptiert zu sein sich nicht verbiegen zu lassen immer so sein Ding durchzuziehen zu ziehen. Und das hat eben auch eine Funktion, sagt Christina Flieger. Die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn im Fach Musik für den Studiengang Populäre Musik und Medien. Und die beschäftigt sich mit den sozialpsychologischen Aspekten von Musik. Das heißt, wie kommuniziert man über Musik und welche Werte transportiert Musik? Mhm. Und die Onkels schaffen da eben eine sehr hohe Identifikation. Ich glaube, das ist wirklich für viele Leute dieses, wir sind Außenseiter, wir kommen von der Straße, keiner mag uns in Anführungsstrichen, wir sind permanent missverstanden, so, und dann kommen die Onkels und endlich versteht uns jemand. Ich glaube, das ist wirklich einer dieser Hauptaspekte der Band und dass sie das seit Jahren auch durchziehen und nicht ihr Image gewechselt haben und irgendwann gesagt haben, so, wir gehen jetzt so auf die 50 zu, wir haben jetzt Familie und einen gut bezahlten Job, eigentlich ist die Welt doch gar nicht so schlimm. Die ziehen das ja bis ins Erwachsenenalter permanent durch. Ja, und ich glaube für die Onkels Fans äh, gibt das eben auch durch die Songs so eine gewisse Art von Stärke. Ich habe das Gefühl, die Onkels sind dann für die Fans so eine Art Familie und jetzt könnte man ja auch schnell auf den Gedanken kommen, Markus äh, ist selber so ein Außenseiter Typ. Nee, ist er überhaupt nicht, aber er sagt eben, also, er hat nichts dagegen, wenn eine Band offen und ehrlich das ausspricht, was sie denkt. Er selbst hat auch kein Problem damit zu sagen, dass er Onkel's Fan ist, sagt aber auch ganz am Anfang, da hat er sich schon rechtfertigen müssen dafür, dass er diese Musik hört. Aber mittlerweile ist das kein Thema mehr. Nein, nicht mehr. Ich denke mal, die Leute, die ich kenne, sind klug genug zu differenzieren. Jemand, der ganz alte Geschichten rauskramt, ja, der kann es gerne machen, aber er erzählt ja nichts Neues. Bei vielen Fans gibt es einen Cut zwischen alten Sachen und neuen Sachen. Und ähm, ich finde, das sind zwei völlig getrennte Welten. Was würdest du jetzt sagen? Also, du hast Markus jetzt getroffen, mhm. aber gibt es denn überhaupt diesen typischen Böse-Onkels-Fan? Nee, den gibt es eben nicht. Also, das haben mir sowohl Christina Flieger als auch der Buchautor Klaus Farin bestätigt. Also, gibt es einfach nicht. Der typische Böse-Onkels-Fan ist wie der Rest der Gesellschaft auch. Außer, dass. Die meisten so zwischen 14, 15 und vielleicht so 40 Jahre alt sind, natürlich gibt es auch ältere, Das es wie generell im Bereich Heavy Metal natürlich mehr jung sind oder Männer sind. Es sind eher berufstätige Menschen, weniger so intellektuelle. Es hat auch viel mit dem Genre Heavy Metal schon zu tun, denke ich. Aber sozial, politisch vor allen Dingen lässt sich der typische onkel fan nicht einordnen. Da gibt es dumme, intelligente, rechte, linke, engagierte und nicht engagierte wie in jeder Schulklasse und in jedem Büro auch. Aber es gibt eben schon eine Gemeinsamkeit, die alle Onkels-Fans haben. Und das ist eben diese große, starke Loyalität gegenüber der Band. Also wer die Band angreift, der greift eigentlich auch die Fans an. Das schweißt eben zusammen, das mhm. verbindet. Und das ist entstanden in der Zeit, als die Band sich so von ihrem rechten Image, von ihrer rechten Vergangenheit losgesagt hat und ihr das vor allen Dingen von den Medien nicht abgenommen worden ist. Dieser, dieser Bund zwischen Band und Fans, der hat fast was Religiöses, ja, fast so Kommunartiges. Ja, und darin liegt eben auch dieser Mythos um die Band begründet. Das sagt Klaus Walter, der ist Journalist und beobachtet die Band seit vielen Jahren kritisch. Der Mythos beruht im Grunde darauf, dass sie so etwas Unbeugsames darstellen, dass sie diese Anti-Establishment-Position sehr stark betonen und dass sie suggerieren, wir lassen uns nicht Einschüchtern von denen da oben, von der Massenmeinung, vom Mainstream, von den bösen Journalisten, von den Politikern. Wir gehen unseren Weg und schauen nicht nach rechts und nach links. Und wenn ihr loyal seid, liebe Fans, und wenn ihr euch anschließen wollt, dann gehört ihr zu diesem heiligen Bund sozusagen zwischen den Onkels und ihren Fans. Oh. Die Onkelslieder sind ja keine Ohrwürmer und die machen ja nicht Hits für, für die Charts. Es kommt immer auf die gesamte Platte an. Und interessant ist es immer, wenn man ein Lied hört, was man noch gar nicht so gut kennt und sich dann mal in den Text reinarbeitet. Ich verstehe die Texte, ich höre hin ja, und interpretiere aber nicht allzu viel rein. Also, ich will Musik hören. Wenn mir ein Text nicht gefallen würde, schalte ich weiter. Die einslive live reportage ist hier mit dem Phänomen Böse Onkels. Äh, wenn man das verstehen will, kann es natürlich nicht nur um die politische Debatte gehen, sondern vor allem auch um die Musik und eben, wie von Markus gehört, die Texte der Onkels. Markus ist aus Neues, Onkels-Fan. Der hat das gerade sehr allgemein beschrieben. Äh, Sonja, lass uns das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Worum geht es in den Songs von den Bösen Onkels? Also Außenseitertum äh, anders sein, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dass man enttäuscht ist vom Leben, von der Gesellschaft, von der man sich auch abgrenzen mhm. will, auf jeden Fall. Kritik an den Medien, Kommt auch immer wieder vor an der Kirche und natürlich die Botschaft: Lass dich nicht verbiegen, lass dich nicht unterkriegen, zieh einfach dein Ding durch. Du hast zwei Songs mal mitgebracht, wir hören in den ersten Mal rein. Glaubst du alles, was ich sage? Glaubst du, du weißt, wer ich bin? Stellst du niemals Fragen, warum wir wurden? Wie wir also das ist der Song Nichts ist für die Ewigkeit aus dem Album Es ist soweit und da kann man schon so ein bisschen erahnen, wenn man was weiß über die Geschichte der Band, so die Ironie, mit der wir spielen. Das ist schon auch eine Medienkritik, mhm. weil ähm, viele Texte der Onkels sind interpretationsfähig und die Medien zumindest nach Meinung der Onkels haben ihre Texten, Texte meistens so äh, interpretiert, wie es die Onkels eben nicht verstanden wollen wissen. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, das ist immer wieder auch ein Thema, also Medienkritik, aber äh, nicht nur. Und Glaube, darum geht's auch? Glaube, darum geht's auch. Und ähm, ja, also die, die, die Band sozusagen als äh, diejenigen, die die Gesellschaft immer so ein bisschen mhm. wachrütteln wollen. Ne? Mhm. Also es gibt auch noch ein anderes Beispiel. Ja, hier ist Kevin, neue Stimme aus der, Gosse, der, der Da geht's ja schon um das Außenseitertum jetzt auch wieder, ne? Ja, genau. Also, dass sie aus der Gosse kommen, ja. ne? Das thematisiert die Band auch immer wieder. Das ist jetzt Danke dem Herrn aus dem Album 1. Und äh, Kevin bezeichnet sich darin auch selber so als der wandelnde Wahnsinn. Und da kommt es eben. Also wir sind der Stachel im Arsch der Nation, glorreicher Halunken, nichts bleibt vor uns verschont. Okay. Also äh, diese Band möchte natürlich auch provozieren. Die möchte natürlich auch, dass man sich über sie aufregt. Diese diese Merkmale, also anders sein, nicht zur Gesellschaft zu gehören, die treffen eben nicht nur auf die Onkels zu, sondern äh, auch eben auf ein ganz bestimmtes Musikgenre. Das sagt Christina Flieger vom Studiengang Populäre Musik und Medien. An der Uni Paderborn. Das ist auf jeden Fall Bestandteil, sag ich mal, der Szenen rund um Heavy Metal und Hard Rock, dass man so der gesellschaftliche Outlaw ist. Dass man Außenseiter ist, nirgendwo so wirklich dazugehört. Das fängt schon oft in der Kindheit an. Da wird man dann musikalisch sozialisiert, bildet seine Identität aus. Und da gibt es irgendwie in der Gesellschaft keine Gruppe, wo man so wirklich reinpassen will, weil man vielleicht ein bisschen unbequem ist, weil man andere Gedankengänge hat und dann kommen musikalische Subkulturen, die das aufgreifen, die sagen, hier bist du willkommen, hier darfst du anders sein, hier musst du anders sein, das ist unser Wertekanon. Das kommt dann natürlich sehr gelegen. Und Gruppen, die anders sind, anecken, die nicht passen, das sind natürlich auch rechte Gruppierungen, aber auch andere Bands haben rechte Fans, genauso wie die Onkels auch linke Fans haben. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ein Album der bösen Onkels bis heute auch indiziert ist. Das Debüt war das der nette Mann. Warum? Was ist da drauf? Also das Album ist von 1984 und die Bundes die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die hat das Album 86 auf den Index gesetzt, das Ganze auch 2011 nochmal erneuert. Es ist als gewaltverherrlichend, als verherrlichend von nationalistischem Gedankengut und als sexistisch eingestuft worden. Es gibt aber eben auch Kritik am Verfahren der Bundesprüfstelle, unter anderem von dem äh, Klaus Farin, von dem Buchautor. Sein Vorwurf, die Texte sind teilweise akustisch und inhaltlich gar nicht richtig verstanden worden. Mhm. Aus Ich lieb es, alles voll zu saunen aus dem Song Mädchen wurde eben ich liebe alle deutsche saunen Und für Klaus Farin liegt darin eben aber auch die zentrale Bedeutung für die weitere Geschichte der Band, weil die Medien dieses Urteil von der Bundesprüfstelle eben immer auch wieder als Beleg dafür heranziehen, die bösen Onkels seien rechtsextrem und gefährlich. Und dieses Verbot hat im Endeffekt den Grundstein dafür gelegt für den Mythos der Band, sagt Klaus Farin. Das hat ihnen sicherlich geholfen, auch wenn sie es selber sicherlich nicht gemocht hatten. Oder ihre ja, Antipathie gegen Medien hat schon was damit zu tun, dass sie ziemlich genervt waren, ständig immer als rechtsextrem dargestellt zu werden. Aber objektiv muss man ihnen sagen, es hat ihnen natürlich genützt, es hat den Bekanntheitsgrad erhöht. Auch wenn sie dagegen angegangen sind, auch durch dieses Image sozusagen als Außenseiter und so weiter, das hat schon ihren Erfolg gestärkt. Das ist aber heute nicht mehr relevant. Dazu gibt die Band zu lange. Und sie sind jetzt auch allein als Band ein eigener Mythos, gerade nach diesen neun Jahren Abtauchen. Dieses unerwartete Revival, da spielt dieser Mythos der umstrittenen oder rechten Band eigentlich keine Rolle mehr. Auch für die Fans nicht. Die Fans sind eher inzwischen genervt von dieser Diskussion. Also es ist sicherlich richtig, das spielt für die Band heute keine Rolle mehr, was 1986 passiert ist. Aber ähm, es gibt eben auch Kritiker, die das anders sehen als Klaus Farin sowie Klaus Walter. Der ist äh, Journalist, beschäftigt sich wie gesagt schon seit vielen Jahren mit der Band. Ähm, und der sieht die ganze Geschichte nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Der beschäftigt sich ja hier schon sehr lange damit. Was sind denn seine konkreten Kritikpunkte? Also er macht ganz viel an der Rhetorik der Onkels fest. Auch wenn die Band sich lange von ihrer Vergangenheit los, gesagt hat, bleibt für Klaus Walter die Frage, welche Wirkung, welche Strahlkraft hatte und hat die Band heute auf ihre Fans? Sie haben so ein Wir-Gefühl erzeugt. Ganz oft wird in der ersten Person plural gesprochen in den Songs, wir sind, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind die zu kurz gekommenen, wir sind gegen das Establishment. Wir sind sowohl gegen die da oben, also so nach dem Motto, die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Politik, Establishment, Journalisten. Journalisten sind die die Lieblingsfeinde äh, der bösen Onkels. Und ich finde, vieles an diesem Bund zwischen den bösen Onkels und ihren Fans erinnert jetzt an die Rhetorik, die wir gerade in diesen Tagen erleben im Europawahlkampf, wo eben Rechtspopulisten immer wieder mit diesen rhetorischen Figuren arbeiten. Europa ist sozusagen der abstrakte Feind. Das erleben wir in England bei der UKIP äh, genauso wie hier bei der AfD. Oder beim Front National. Das sind keine Nazis, würde ich auf keinen Fall sagen, aber es ist ein Rechtspopulismus. Und so ähnlich funktioniert es bei den bösen Onkels. Dieses Wir gegen den Rest der Welt-Gefühl. Und jetzt wäre es natürlich interessant gewesen, mal zu hören, was die Band eben dazu sagt. Ich Und? hätte gerne ein Interview gemacht mit den Onkels, um die andere Seite zu hören, aber ähm, ich habe eine Absage bekommen auf meine Anfrage. Da hieß es, wir haben kein Interesse an der Zusammenarbeit. <laughs> Normalerweise ist es der Untergang für eine Band, wenn man nicht mit den Medien zusammenarbeitet. Und die Onkels sind einen sehr konsequenten Weg gegangen und haben nur noch direkt mit den Fans kommuniziert. Und das Ergebnis ist ja bekannt, guckt er die Verkaufszahlen an, die letzte Tour, das Abschiedskonzert und das Comeback-Konzert. Das ist ohne Einwirken der Presse, ohne Einschalten von Marketingagenturen, nur durch den direkten Kontakt zu den Fans in, in Rekordzeit ausverkauft. Wir diskutieren heute in 1LIVE Reportage über das Phänomen böse Onkels. Haben gerade äh, von dir gehört, Sonja, du hättest für diese Reportage auch sehr gerne mit der Band selber gesprochen, mhm. aber die hatten kein Interesse. Das liegt aber nicht an dir. Die Onkels haben, sagen wir, ein schlechtes bis gar kein Verhältnis zur Presse. Warum ist das überhaupt so? Also weil die Medien bis heute in der Regel negativ berichten und es auch tatsächlich viele ungeprüfte Vorurteile wiedergeben. Da kann die Band eigentlich machen, was sie will. Also dir wird dieses Image von äh, Rechtsböse gefährlich einfach nicht los. Und das hat eben Ende, Anfang, Mitte der 90er dazu geführt, dass die bösen Onkel die Medien boykottieren. Mhm. Also die Haltung ist eigentlich, ihr scheißt auf uns, wir scheißen auf euch. Und da schweißt natürlich die Band und die Fans noch mehr zusammen. Und dieser Medienboykott, das ist auch etwas, was ihnen extrem viel Respekt bei, einbringt, auch bei Markus. Das ist der Weg, den die Band gehen musste. Es ist das gute Recht von der Presse zu behaupten, was sie will. Und es ist das gute Recht von der Band zu sagen, wir wollen nicht mit der Presse sprechen. Ich weiß nicht, welche andere Band das so konsequent gemacht hat. Ich finde es gut, wenn eine Band so konsequent handelt und der Erfolg gibt ihr Recht. Vielleicht sind sie gerade deswegen erfolgreich, weil sie ein Zeichen setzen. Wir wollen uns nicht von der Medienlandschaft irgendwo eingrenzen lassen, sondern wir machen ganz konsequent unser Ding. Die Band hat äh, nicht in Medien stattgefunden oder wenn, dann auch meistens äh, eher negativ. Bezieht sich aber jetzt nicht nur auf Presse, sondern auch auf Fernsehen, auf Radio. Ja, genau. Auch da Boykott. Keine Songs im Radio, keine Videos im Fernsehen. Mediamarkt, Saturn, WOM, die haben die Alben nicht verkauft. Äh, der Grund waren, damals die Brandanschläge von Mölln und Rostock Anfang der 90er Jahre. Das waren Brandangriffe auf Asylantenheime und die Täter sollen unter anderem auch böse Onkels gehört haben. Mhm. Die Band hat relativ früh das Internet als Forum entdeckt, um direkt mit den Fans zu kommunizieren. Gibt eben nur wenige Interviews. Also die beiden Magazine, die sie versorgen, sind Rockart und der Metal Hammer. Okay. Da ist auch das einzige aktuelle Interview aus dem Februar drin. Im Endeffekt hat eben dieser Boykott durch die Medien dafür gesorgt, dass sich das Image der Band als Außenseiter eigentlich nur noch verfestigt hat. Mit dem Ergebnis, dass dieser Mythos um die Band nur noch größer geworden ist. das bestätigt auch Christina. Flied. Von der Uni Paderborn. Jede große Band, die sich über lange Zeit hält, die muss so eine Art mystifizierte Geschichte haben. Ich vergleiche das immer gerne auch mit ACDC. Die äh, mussten sich ja erst in Australien begegnen, um als Band zusammenzufinden. Na, dann wird so ein mystischer Kanon um diese Band ähm, herumgespannt. Bei den Onkels hat sich das natürlich auch sehr gut angeboten. Ne? Die kaputte Kindheit der Mitglieder, wie die sich begegnet sind, ähm, die können nicht Gitarre spielen und bringen sich das alles selber bei. Dieses urauthentische. Wir sind ein paar verlorene Seelen und möchten uns musikalisch, Ausdrücken. Obwohl das Image, was sie hatten, ja eigentlich ein schlechtes Image war, hat es ihnen marketingtechnisch und was Verkaufszahlen angeht natürlich sehr, sehr geholfen. Eigentlich muss man dann ja sagen, das heißt, die Medien, die spielen irgendwie doch schon eine Rolle dabei, das Phänomen Böse Onkel zu erklären, oder? Ja, denn für die Fans ist das natürlich nur ein Grund mehr, an ihren Idolen festzuhalten. Da ändert auch die Berichterstattung nichts dran. Im Gegenteil, und das ist eben eine Vermutung, die auch der Musikjournalist Klaus weiter hat. Die konnten natürlich dann immer mit dem Finger auf die böse Presse zeigen und konnten sagen, wir sind die verfolgte Unschuld und ihr nehmt unsere Distanzierung nicht ernst. Und, und sie, sie beherrschen, das muss man sagen, sie sind da sehr geschickt im Umgang mit den Medien, weil ich glaube, wenn sie wirklich mal... Diskutieren würden mit Journalisten, die sich auch gut vorbereitet haben und die Argumente haben, dann würde auch dieser Mythos entzaubert werden. Also die, dann wären sie eben das, was sie nicht sein wollen, nämlich eine ganz ordinäre Hardrockband mit pathetischen Texten. Keiner ist Onkels Fan geworden, weil er zufällig mal zehn Lieder von denen im Radio gehört hat oder in der ZDF Hitparade. Das passiert einfach nicht. Man wird in der Regel von irgendeinem Kumpel, der bereits Fan ist, dazu gebracht und muss sich zwangsweise intensiver damit beschäftigen. Es gibt keine zufälligen Fans. Das ist für mich der Grund, warum es auf den Konzerten sehr intensiv zugeht. Keiner ist zufällig da, weil er eine Konzertkarte geschenkt bekommen hat. Wie soll man sonst auf eine Band kommen, die kein Airplay hat, die nie im Fernsehen läuft und über die die Medien nicht berichten, beziehungsweise eher negativ? Das ist Markus, der wir in der letzten Stunde schon kennengelernt. 39, kommt aus Neuss und seine Lieblingsband die Bösen Onkels. Ihr hört die Eins Live Reportage. Er sagt, niemand wird zufällig Fan. Klingt, ne, wir hatten es ja eben schon Familie, Kommune. Klingt nach einer richtig eingeschworenen Gemeinschaft. Ja, wobei man das auch bei vielen anderen Bands aus diesem Genre Hardrock und Heavy Metal findet. Ähm, auffälliger finde ich eigentlich, dass die Fans wirklich extrem loyal sind. Also merkt man zum Beispiel auch daran, dass sie zu dieser Band gestanden haben, als Sänger Kevin Russell in die Schlagzeilen gekommen ist. Der hatte einen Unfall, 2009 war das, unter Drogeneinfluss. Da ist er mit über 230 Stundenkilometern in einen anderen Wagen reingerast, hat dann Fahrerflucht begangen, zwei mhm. schwer verletzte Männer hinterlassen, hat dafür auch eine Haftstrafe bekommen, zwei Jahre und drei Monate, okay. und eben im, im Krankenhaus eine Therapie gemacht. Der Rest der, der Band, der Onkels, ist danach erstmal auf Distanz zu ihm gegangen. Und ähm, Klaus Farin, der Buchautor, glaubt, genau dieses Auf und Ab bei der Band, das macht die eben auch so glaubwürdig. Die Fans wissen natürlich, die Band war mal komisch drauf und hat sich verändert. Oder denen ging es auch dreckig, das waren Straßenkinder, die waren drogenabhängig und heute sind sie sozusagen erfolgreiche Popstars. Also auch dieser Wandel, gerade bei dem Sänger, der ja Jahrzehnte, muss man ja fast sagen, schwer drogenabhängig war. Und, und diese Lebensgeschichte ist für viele interessant. Also ich habe als Autor Briefe bekommen. Da haben mir Leute geschrieben, dass sie selbst Drogenabhängig waren und am Beispiel des Sängers, am Beispiel der Onkels, der Texte und deren eigene Leben es geschafft haben, von den Drogen wegzukommen. Natürlich stimmt das so eins zu eins nicht. Aber sie haben sich damit so identifiziert, dass sie immer wieder sich selber Halt gegeben haben, sich selber vielleicht, sagen wir, aufgerüstet und gestärkt haben mit den Onkels. Das ist ja auch das Wir-Gefühl, von dem du eben gesprochen hast. Mhm. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel erfahren über die Band selber, über die Fans haben wir gesprochen, Texte, die Musik, über deren Wirkung, auch über die Medien noch. Das heißt so, das Phänomen böse Onkels, ich würde sagen, ist so eine Art Bausteinkasten? Ja, so kann man es eigentlich sagen. Also, man sollte die Band jetzt natürlich nicht nur auf ihre Vergangenheit reduzieren, ja, aber die spielt eben schon eine Rolle um die Haltung der bösen Onkels gegenüber Medien, gegenüber der Gesellschaft zu verstehen und eben auch um zu begreifen, warum ihre Musik eher einen aggressiveren Ton anschlägt. Mhm. Christina Flieger von der Uni Paderborn, die ordnet das Ganze noch mal ganz gut ein und die erweitert dieses Phänomen böse Onkels noch mal um das System böse Onkels. Das System böse Onkels ist ein Phänomen. Die bösen Onkels bilden für viele Menschen eine komplette Lebenswelt mit Inhalten, mit Orientierungen, was Werte angeht, was zum Beispiel aber auch frei Freizeitgestaltung, was Kleidung, Identität, also wirklich auch psychologische Aspekte angeht. Und deswegen ist dieses Phänomen abzugrenzen, sag ich mal, von anderen ähm, poppigen radio erfolg gleichzeitig aber auch nicht einmalig, weil es gibt viele Bands, gerade aus dem Rock-Metal-Bereich, so wie ACDC oder Slayer, das sind so Bands, die eine ganz lange Tradition haben, die genauso ein Phänomen darstellen. Also man kann sich natürlich kritisch mit den bösen Onkels auseinandersetzen. Es ist natürlich über die Jahre auch ein Geschäftsmodell geworden, ne? das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Vielleicht ist aber auch der Standpunkt von Campino von den toten Hosen dazu ganz interessant. Der hat in einem Interview aus dem Jahr 2003 mal gesagt, man sollte die Onkels endlich wie jede andere Hardrock-Band behandeln. Ich bin der Meinung, dass man aufhören sollte, die Onkels immer darauf festzunageln, was vor 20 Jahren gewesen ist. Jetzt kommen sie ja wieder, ne? Für zwei Konzerte auf dem Hockenheimring 200.000 verkaufte Tickets. Insgesamt. Wir haben heute Abend ständig davon gehört, wie glaubhaft und authentisch die Band ist, sagt natürlich auch Markus, äh, der Fan. Aber sag mal, jetzt so eine Wiedervereinigung, obwohl die sich ja 2005 ja. aufgelöst haben, geht es da nicht auch von anderen Fans Kritik? Ja, da gab es sogar teilweise heftige Kritik auf der Homepage, im Forum haben sich da einige geäußert, haben das als Verrat empfunden. Und äh, schreiben eben auch, also ein sauberer Schlussstrich wäre ihnen viel lieber gewesen. Sie finden das unglaubwürdig. Das ist natürlich Kritik, mit der die Band gerechnet hat. Stefan Weidner hat im Interview mit dem Metal Hammer aus dem Februar auch nochmal gesagt, ich weiß, was uns an Kritik erwartet. Kommerz, Gier, Ausverkauf. Wir sind uns aber sicher, das Richtige zu tun. Entscheidend ist die Haltung dahinter. Und Markus, der hat eigentlich kein Problem damit, dass die Band jetzt wieder Konzerte gibt. Der findet es gut. Wer die Band nicht hören möchte, soll sie nicht hören. Wer so hören möchte, herzlich eingeladen. Als Heino letztes Jahr in Wacken mit Rammstein gespielt hat und er danach angesprochen wurde, ob seine Fans das toll finden, hat er gesagt, wer das nicht toll findet, soll am Radio einfach den Ausknopf drücken. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Fazit. Das war das Fazit von Markus, beziehungsweise von Heino. Was ist denn jetzt dein äh, Fazit zum, äh, ich nenne es mal, großen Puzzle Böse Onkels? Also ich glaube, das ist eine Band, die immer polarisieren wird. Der es wahrscheinlich nie gelingen wird, so diese Schatten ihrer Vergangenheit loszuwerden, aber natürlich auch genau davon lebt. Die werden immer Kritik ernten, die kritisieren aber eben auch selber gerne, die Medien haben es der Band nicht leicht gemacht. Auf der anderen Seite, die bösen Onkels sind eben auch nicht so ganz einfach. Aber das tut nichts zur Sache. Diese Bande zwischen Fans und Band, die ist natürlich ungebrochen. Die Fans verzeihen der Band sehr viel. Und auch nach neun Jahren Auszeit äh, ist es eigentlich wieder so, als wären die nie weg gewesen. Also man kann zu den Onkels stehen, wie man will, aber Fakt bleibt, das schafft keine andere deutsche Band. Das Phänomen Böse Onkels, das war die 1Live-Reportage von Sonja Meschkat heute Abend. Zum Weitergeben oder nochmal hören, gibt es sie nach der Sendung als Podcast auf 1live.de. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin Bianca Hauder. Macht's gut und eine gute